3, 2, 1 und wieder sind wir live im neuen Jahr, ihr Lieben. Willkommen in 2022 auf der Seite der Bezirkshandlung Rostock-Neubrandenburg mit mir, der Bezirkshändlerin Kerstin Lepke und mit meiner Rosi. Jawohl, das ist die Teammanagerin aus der Gruppe 46. Genau, mein Urgestein. Und Jawohl. Heute dürft ihr mit uns wieder mal schauen, wie starten wir ins neue Jahr. Rosi, was erwartet uns? Was hast du für einen Salat ja, vorbereitet? Ein bisschen Abspecken von der ganzen großen Esserei über Weihnachten und Silvester. Tut uns jetzt was Gesundes gut. Mal ohne Fleisch, nur mit dem Salat. Männer weghören, auch für euch ist es mal ganz gut. Ja, ich habe so gedacht, wir machen mal einen schönen Möhrensalat. Also mir persönlich schmeckt der immer ganz gut und deswegen habe ich gedacht, werde ich euch den auch mal vorführen mit den Gerätschaften, die wir bei Tupper dafür zur Verfügung haben. Wird auch dadurch uns schön leicht gemacht. Und ich sage, heute wollte ich mal das Gerät einsetzen, sage ich immer, für die Zahnlosen. Für mich, ich war immer noch nicht beim Zahnarzt. Nicht nur für dich. Also da gibt es auch schon Jüngere und ich. Desto früher man sich da gewöhnt, desto besser ist es. Ja? Genau, ich schalte euch mal ein bisschen auf Rosis Tisch hierher, sodass ihr auch wirklich schauen könnt. Wenn ihr Lust habt, zeigt uns doch einfach mal, dass ihr hier seid. Und wer dann halt einfach mal Daumen hoch oder irgendwie das Herzchen war, wenn euch unser Beitrag gefällt, dann könnt ihr das natürlich auch uns zeigen. Ihr wisst, der Künstler ist ja auch immer auf Applaus aus und Rosi natürlich auch. Und jetzt gebe ich die Bühne frei. Hallo, hallo für Rosi. Und wartet. So, jetzt könnt ihr, glaube ich, gut gucken. Siehst du, Dagmar, schön, dass du auch dich reinschaltest. So, Rosi, Bühne frei. Es geht Danke, los. Danke, es geht los. Also, schön laut. Ich bin ja nun schon eine ganze Weile bei Tupperware und ich muss euch sagen, da wird immer so viel von Umweltbewusstsein und Sonstiges gesprochen, aber wer bei Tupperware mitwirkt, ob als Berater oder Teammanager oder auch als Kunde, der weiß, wir sind wirklich schon sehr lange umweltbewusst. Wir haben Schüsseln, Behälter und so weiter, die man immer wieder abwaschen kann und immer wieder benutzt. Ich sage immer, von uns schwimmt bestimmt nichts im Meer rum. Nicht? Und selbst wenn es kaputt ist, weil man es vielleicht hat doch mal fallen lassen und es hat es nicht überlebt, dann geben wir das auch zurück zum Recyceln und es wird wieder was ein schönes Neues draus gemacht. Also, was kann man noch besser machen wie bei Tupperware? Das geht gar nicht. Und die ganzen Sachen, die wir für den Haushalt hier bei uns anbieten, mein Gott, ich wüsste gar nicht, was mein Lieblingsprodukt ist, weil ich da auch gerne mitarbeite, mit allen. Ich stelle euch heute mal ein bisschen was vor. Natürlich eine Schüssel, wie immer, Schüssel ist unser Hauptprodukt. Aber diese schönen Glasklaren, ne, die sind doch wirklich toll. Ich habe hier schon mal ein paar Mandarinen abgepellt. Wenn es noch nicht reicht, machen wir noch, ich habe da noch welche mit. Und auch ein schönes passendes Salatbesteck dazu, aber davon haben wir auch reichlich und alles nach Geschmack von Farbe und so weiter. Und dann, das ist unter anderem hier ein Produkt, mit dem ich gerne arbeite. Das ist der kleine Mahlchef und deswegen habe ich das Wort zahnlos angesprochen. Also die Möhren da durchgedreht, ne? Die kriegt man ganz bestimmt zerkleinert runtergeschluckt. Also hier kann man tatsächlich Nüsse und auch, was fällt mir noch, ein Semmelmehl selber machen und. Also viel einsetzbar. Man könnte tatsächlich wieder eine Liste schreiben, was man alles damit machen kann. Käse raspeln. Käse sowieso, ja. Nüsse malen. Ihr wisst schon, den gekauften, fertigen Käse, für, wenn man Überbackenes macht, wenn man den nicht gleich verbraucht, dann ist er auch sofort schimmelig. Hier kann man ihn ruhig ein bisschen drin lassen. Da gibt es dann noch einen extra Deckel dazu, in den Kühlschrank stellen und dann holt man sich den wieder raus, wenn man nächsten Tag oder übernächsten Tag noch was machen möchte. Und wisst ihr, was genauso toll auch zum Raspeln und Reiben damit geht? Feta-Käse und Mozzarella-Käse. Probiert es mal aus. Ein ganz tolles Rezept ist die Tomatentorte. Die kriegt ihr in 14 Tagen zu sehen, weil das ist ein ganz tolles Rezept. Lasst euch da schon mal drauf ein. Das wird es dann in 14 Tagen geben. Die tollen Haushaltshelfer
der Kleine sowie der Große, ich sag noch einmal Multichef und Multisonic. Sonic, Multi. So heißt der Neue. Ist ja doch ein bisschen schon wieder, also wird immer wieder neu erdacht und immer passt es alles zueinander und soll uns natürlich auch lange Freude machen. Und da werden wir den Apfel mit zerkleinern. Und also an dem Möhrensalat gebe ich Möhren, Apfel, Mandarine, Öl. Ich mag es auch gerne noch ein bisschen Zucker dazu, Zitrone. Und dazu haben wir dann unsere schöne Küchenperle, die neue Farbe, die spricht auch an. Meine Kunden möchten immer jetzt die neuen Farben, aber macht ja nichts, wenn sie die alten dann so an die Kinder die weiter Beere verabreichen, ist es ja schön. Ne? So vermehrt sich dann der Bestand und auch der neue im Haushalt, wenn man so. Natürlich Gewürzzwerge und Riesen dürfen auch in keinem Haushalt fehlen. Wir fangen einfach mal an. Der Schäler ist ein Universum, also ich glaube, den hat schon fast jeder im Haushalt. Und wenn nicht, dann muss man mal nachfragen. Dann kann man das immer gleich organisieren. Wir machen eine Party und da gibt es dann auch mal einen Schäler. Ne? Messer und... Guck mal, so einen gibt es auch. Ja, gibt es auch. Und es gibt auch, die da fleißig waren vor Weihnachten, die haben ja auch das Essprodukt, aber davon wollen wir jetzt nicht reden. Ne? Gut, dann fangen wir mal an mit den Möhren. Ich persönlich arbeite sehr gerne mit meiner Mamsell, aber die will ich jetzt nicht anpreisen. Das ist auch immer so ein Produkt, das gibt es denn nur mal hin und wieder. Aber die, die lange dabei sind, die werden bestimmt beipflichten. Ne? Man kann auf dieser kleinen Schnittfläche schneiden, aber auch, ich habe hier unten drunter, das seht ihr vielleicht, diese schöne Schneidmatte. Das nehmen wir mal runter hier. Auch die ist wunderbar, weil man die ist biegsam, wenn man da was drauf hat, kann man das dann könnt ihr so auf 90 Grad biegen. Abfalleimer in dem für Biomüll geeignet. Ich sage, bei mir zu Hause wird nichts im Mülleimer in der Richtung geschmissen. Immer rein in diesem schönen, wie heißt er noch? Flo? Adretto. Adretto, genau. Und den kriegen immer Nachbarshühner. Die freuen sich, dann fangen sie da an und legen dann auch mal ein Ei mehr. Ne? So, also Zitrone in unserem schönen. Unsere Küchenperle mit der Presse, den Eiertrenner, den ich ja heute nicht brauche, aber das ist immer zusammen, damit man es weiß. Und hier gibt es auch noch eine kleine Käsereibe, aber jetzt glaube ich gar nicht. Doch, die ist noch dabei. Ja. Aber wir haben für Käse, dann nehme ich lieber dieses oder auch unsere andere kleine aus Metall. Ne? Die ist ja auch schön. Weißt du, was ich mit dem Sieb immer mache, Rosi? Ich nutze das immer, wenn ich so kleine Mengen zum Abtropfen habe. Dafür finde ich das ganz genial, denn du hast ja dann nicht ein großes das, Sieb, ja, was dann schmutzig wird, sondern wenn du zum Beispiel hier was reingeben möchtest, dann wird einfach drüber gehalten. Das passt gehalten. Aber sehr schön auch auf unsere Rührschüssel, auf diesem Mittel. Ja, Dings. Also genau. Das ist wunderbar. Oder wir haben ja hier auch unseren Candy. Das ist alles richtig genormt oder geeicht, wie auch immer, dass man das gut kombiniert nutzen kann. Den Schäler. Ich habe hier schon mal zwei, damit es nicht so lange dauert. Schäler, wunderbar. Dieser hier längs runter. Was man aber mit diesem sehr gut machen kann und ich, die da länger dabei sind, die wissen, dass wir zuerst das Y hatten. Ich frage immer dann den Kunden, willst du das Y oder das P? Ne? Das ist für mich das P. Und den muss man tatsächlich auch erklären. Dass das hier oben zum schlechte Stellen rausmachen ist, das vergessen die Leute oft, wenn man auf der Party das erzählt hat. Aber wenn ich dann gucke, manchmal ist der schon abgerissen, dann sagt, was habt ihr denn damit gemacht? Ja, angehängt. Nein, zum Anhängen war das nicht gedacht. Zum schlechte Stellen rausmachen, das ist so scharf. Ne? Also bei der Morode brauche ich das jetzt nicht machen, die sind wirklich gut. Guck mal, nun bin ich auch ein bisschen nervös vielleicht. Ne? Ja. Da soll ich das gleich reinmachen. Soll ich dir irgendwas helfen? Ach, ne, wir machen das so nebenbei. Ne? Okay. So, aber was ich hier mache, ich will es euch nur noch mal Rosi, zeigen. Du bist schon nicht mehr in der Kamera. Bin ich nicht ich in kann Kamera. Keiner mehr sehen, wenn du darüber gehst. So, na gut. Bleib mal hier. Dann, genau. Den kann man nämlich, diesen Schäler kann man auch ansetzen wie ein Messer. Das zeigt sich jetzt gleich besser beim Apfel. Guck mal, wenn ne? du lieber so arbeitest, kriegst du das so hingestellt. Das könnt ihr jetzt sehen, ne? Genau. Ja, ich habe meinen Kunden immer früher gesagt, was wollt ihr damit machen?
Der ist für alles das, was längs schält, nämlich Möhre, Gurke, Zucchini, Spargel und solche Dinge. Also alles, was längs vom Körper weggeht oder zum Körper ran, so wie ihr damit arbeiten wollt. Und das ist mein Rundschäler, mein Halbmondschäler. Du sagst immer P-Schäler. Ja, ich sage Halbmondschäler. Ich sage immer P-Schäler. Und dann alles, was rund ist, wie Kartoffeln, wie Äpfel oder wenn ihr auch Kohlrabi habt oder solche Dinge, das kann man auch mit dem sehr schön schälen. Und wisst ihr, ich habe mal einen Wettbewerb gesehen von Möhrenschälern oder Spargelschälern, die auch mit unserem Tupper-Schäler gearbeitet haben. Und das fand ich ganz genial, wenn die nämlich mit dem Schäler gearbeitet haben, da kann man hoch und runter arbeiten. Soll ich dir das mal zeigen, wenn du damit fertig bist? Mit dem kann man hoch und mit diesem hier. Ja. Ja, das, nee, ich kenne das, aber vielleicht für die, genau, für die aber Gäste, ich, die zuschauen. Ich warte ganz kurz, bis du dann dein Äppelchen sauber hast. Kann man wirklich schön hier und die Mitte, auch das Kerngehäuse, das wird hier mit unserem schön. Ja, das sieht richtig gut aus, wie du das da machst. Ja, aber noch besser geht das natürlich mit dem Ausstecher. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir den noch im Programm haben. Das ist noch ein ganz alter, aber es macht nichts. Schön rein. Der ist auch länger wie der handelsübliche, den man sonst kriegt vom WMF. Unser, der ist wirklich auch eine schöne lange Birne, kann man hier wunderbar. Was man auch sehr schön damit machen kann, ein Brötchen durchpieken und eine kleine Wiener da rein. Ha! Ne, wenn man die Kinder zum Essen hat. Animieren möchte, also begeistern wie ein Hotdog, ne? Jawohl, schön. So, jetzt passt mal auf. Und dann haben die einfach ihre Möhren oder Spargel hingestellt. Und dann haben die einfach tschim. Guck mal, wie schnell man hier fertig wird. Ich kann hier nicht alles raspeln, sonst hat Rosi nachher für den Möhrensalat nichts mehr. Nee, das macht aber nichts. Rosis Mann hat zu Hause Kaninchen und die fressen dann auch wieder alles auf. Okay. Ne? Das kriegen nicht nur die Hühner, also auch die Kaninchen, ne? Gut, dann fangen wir mal an mit den Möhren. Hier, das ist der Nachstopper. Hier nehme ich, ich will das noch zeigen. Nee, ich muss hier hin zeigen. Ne? Schön abheben. Dann hat man das Unterteil frei. Hier sind am unteren im Behälter sind hier zwei stärker markierte Stellen, wo man dann ein bisschen drauf drückt und dann geht das auch leichter ab. Ja, hier ist ein kleiner Knopf. Da drücke ich dann das Oberteil hoch. Und das ist hier die Walze praktisch. Auch die kann man zum Saubermachen abmachen. Dann ist aber ganz wichtig, hier ist eine kleine Nase. Hier so. Und hier in der Walze ist hier auch so eine Ausbuchtung. Und das muss genau übereinander. Wenn man das nicht genau übereinander macht, dann reißt man sich das Gelinde oder irgendwas kaputt. Also da müsst ihr schon ein bisschen gucken, aber die damit schon arbeiten. Aber vielleicht der eine oder andere kriegt jetzt erst Geschmack auf diese kleine, auf diesen kleinen Mahlschiff. Ich sag euch, ich möchte den nicht mehr missen. Ne? Besser ist, man macht das raus, Hand, ne? Also ich macht das in der Hand und die Kurbel geht da drauf. So, und dann legt man das schön rein. Und dann sind hier zwei Ausbuchtungen, wo man dann dieses Oberteil, hat hier zwei Füßchen, auch genau drauf setzt. So, und dann dieses bisschen reindrücken, aufdrücken. Knack ist wieder zu. Ich muss immer knacken, denn es ist alles dicht. Das kennt ihr doch schon mittlerweile vom Körper, ne? Gut. Dann drehen wir mal die Möhren durch. Soll ich dir helfen? Das ist der Lieb hier. Stopfer, ne? Stopfer. Und wie gesagt, die Äpfel machen wir uns hier klein, weil die sonst so sehr saften, wenn ich die da durchdrehe. Ne? So, Multiturbo ist das. Genau. Der Sonic, Multisonic ist übrigens in der Werbung noch im ganzen Januar. Wenn ihr mit uns Pokerparty macht, dann könnt ihr den für 39,90 und 59,90 kriegen. Ne? Kann ich nur empfehlen. Also das, da kann man schön Sahne schlagen sogar. Da kann man einen Smoothie schön machen. Nicht? Also Rosi, entweder ist das schon voll, oder? Nee, guck mal, wie schön. Ja. Warte mal. Gib mir mal kurz dein Messer. Vielleicht nur immer so einreinlegen. Das geht dann umso leichter. Ne? Auch, das ist auch, wenn man hier noch nicht zu voll machen will, lieber einmal öfter, dann ist es auch leichter. Ich habe das falsch rum hingelegt. Jetzt geht es wieder viel, viel leichter. So. So,
viele Möhren machen wir da rein? Also ich würde mal so sagen, 3 Möhren würde ich nehmen, ne? Mhm. Ich habe hier ja noch 2, wenn ich zu wenig ist, kann ich mehr nicht. So, mal leer machen. Ja. Warte mal, ich komme mal zu euch an die Kamera. Dann könnt ihr auch sehen, wie schön fein das geworden ist. Könnt ihr das erkennen? Ja, ne? Also, ganz prima. So. Kannst du schon hier rein? Ja, sehr schön. Vor allem sieht man dann auch, was da drin ist in der Schüssel. Und die Männer müssen nicht immer erst die Schüsseln öffnen und nachzugucken. So, wir haben ja im Moment unsere Clear Meats für die Gastgeberin als Party-Dankeschön auf der Tupper-Party und für alle Gäste eben auch zum Kaufen. Da könnt ihr eben auch sehr schön sehen, was für Lebensmittel sich da drin befinden. Ich zeige euch nachher nochmal ein Foto davon. Warte mal, Rosi. Und das Gemüse hast du gleich schön in der Klimabox mitgebracht. Jawohl, ne? Auch das ist ganz wichtig. Ihr wisst ja, da haben wir verschiedene Größen. Ich zeige es nochmal hoch. Und auch für die Kunden nochmal zur Erläuterung. Früher hatten wir ja einen Aufkleber, aber ich finde das schön, dass das jetzt an jeder Dose dran ist. Und hier drin sind auch die Ausbuchtungen drin für die Feuchtigkeit, die sich darunter sammeln kann. Aber diese zeigt uns an, wie wir den Deckel, der Deckel ist hier, wie wir die Belüftung machen müssen. Ihr wisst schon, dass bestimmte Sachen also mehr Sauerstoff brauchen zum Überleben und bestimmte Sachen, die müssen wirklich luftdicht abgeschlossen werden, damit sie länger überleben. Bei Kohlsorten, die da doll Glas abgeben oder Hülsenfrüchte, ist am besten, man lässt sie offen stehen. Ja, also hier ist auch ein Deckel angegeben, halb zu, halb offen. Ja, ihr könnt das da schlecht sehen, aber die Behälter schon zu Hause haben oder lassen sich das nochmal von ihrer Beraterin erklären, ist es eine tolle Sache. Und hier sind die Früchte und das Obst angegeben, was also halb offen sein muss für die Belüftung, was geschlossen bleibt, was ganz offen bleibt und auch Dinge, die nicht in den Kühlschrank gehören. Also zum Beispiel sollten wir Bananen nicht in den Kühlschrank legen, auch nicht Tomaten. Das unterbricht den Reifeprozess und dann ist auch das Aroma nicht mehr so perfekt, nicht mehr so schön. Ja, also die gibt es in verschiedenen Größen und da hatten wir auch schon schöne Sonderangebote, ne? Mit verschiedenen Größen drin. Also das ist auch eine Sache. Man kann meine Kunden lieben auch einfach Gastgeberin werden. Dann kann man sich ja ein alternatives Gastgebergeschenk gönnen. Oder ihr holt euch das Set zum halben Preis bei 350 Euro Partyumsatz. Ja, und für Sterne kann man sich auch noch allerlei nehmen. Das geht ja auch nicht. Genau, und einen Probierbehälter, den habt ihr ja schon in eurer Tupper-Tasche mit drin, wenn ihr bei uns anfangen wollt. Das ist quasi unser Starter-Kit für nur 45 Euro. Und wisst ihr, was da drin ist? Da ist mein Liebling drin. Nämlich unser super kleiner Zwiebelschneider. Hier ist er noch gefüllt. Da habe ich noch drin die Sonnenblumenkerne vom letzten Live-Cooking hier. Die könnten wir ja auch noch mit reinmachen. Also auch mit den Möhren. Dann ist das so, man kann nach Geschmack die Süße variieren. Also mit bestimmten Sachen. Ich mache hier zum Beispiel jetzt Mandarinen rein, da brauchen wir nicht so viel Zucker. Wir sollen ja auch nicht so viel Zucker nehmen, ne? Ja, ich muss meine Winterkilo von einem Jahr wieder wegkriegen. Bei mir hat heute 24 Tage-Programm angefangen. Ohne Alkohol, wisst ihr, wie schlimm das ist? Und ohne Kohlenhydrate. Also nur Eiweiß und Gemüse und ein bisschen Obst nachher. Genau. Und denkt dann hier, wenn ihr das vorführt, immer gerade ziehen. Nicht, dass das so oder so, ne? Dann ist diese Kordel schnell durchgehobelt hier oder jedenfalls angeraut. Und dann ist das ein Hindernis hier beim Ziehen. Also das ist nicht so toll. Immer schön gerade und... Ja, hier kann man sogar für zwei Mann schnell Kartoffelpuffer, Kartoffelklein machen. Ne? Obwohl wir da ja auch größere Sachen für haben. Aber jetzt sind zwei Personen, jetzt habe ich doch einen kleinen Topfschauer vergessen. Also das kriegen wir hin. Ich hole einen. Wir haben ja Gott sei Dank auch eine Küche hier. Ja. Da könnt ihr mal sehen, wenn man immer damit arbeitet, ne, das fehlt einem. Aber das so ist. Ich habe sogar so eine Special-Farbe, was jetzt super zum Sonic passt. Ja. In Rot. Ja, die anderen waren auch schick, die rosanen. Soll ich
Mal leer machen? Ja, mach mal leer. Weil wir sind ja ganz leer, brauchst du nicht mal nochmal. Achso, okay. Äpfel sind ja auch gesund. Schön. Wisst ihr, was ich mit diesem Multisonic auch gerne zubereite? Einfach mal einen Becher Quark. Das heißt, zuerst habe ich das Messer, zerkleinere Zwiebel und Kräuter. Dann wird das Messer herausgenommen und ich ersetze es durch diesen Quirl. Und dann kommt ein kleiner Becher Quark dazu, ein bisschen Mineralwasser, Salz, Pfeffer, Kräuter nach Gefühl noch. Streukräuter meine ich jetzt und Salz, Pfeffer, so was ihr halt reintun wollt. Und dann habt ihr einen ganz leckeren Kräuterquark. So könnt ihr euch aber auch einen Tzatziki ganz schnell fertig machen mit ein bisschen grüner Gurke und ein Knobi dazwischen schön fein ziehen. Und dann kommt Quark mit ein bisschen Creme Fraiche oder halt saure Sahne oder nur ein Quark dazu. Und schon habt ihr ein ganz leckeres Tzatziki. Zu Pellkartoffeln ist das auch ein schönes Mittagessen, was man dann haben kann. Siehst du, Rosi, jetzt haben wir schon Mandarine drin, wir haben Äpfel drin, wir haben Möhren drin. Wer das noch gerne mag, kann sich auch Nüsse noch so ein bisschen anrösten und Nüsse mit reingeben. Ich sag's mal so, ich esse zwar gerne Nüsse, aber... Du verträgst sie nicht? Ich vertrage sie auch, aber wer Prothese hat, ne? Ich sag's mal so... Da meine ich nicht, das tut dann eher weh. Also, na, okay. Da meine ich den, ne? Aber ja. Das macht jeder, wie er möchte. Okay, dann werde ich mal das Ganze hier schon ein bisschen vermischen, ne? Ja. Haben wir schon noch Zitrone drin? Noch rein. Ein bisschen Öl kommt noch rein. Ich habe hier. Kann ich da, glaube ich, auch noch reingeben. Ja, ich denke, ne? Das ist von der Menge. Ja. Da wird sich dein Mann aber freuen, dass du so was Leckeres mitbringst für heute Abend. Meinst du nicht, dass wir bei uns drin haben? Nee, ich habe dir doch gerade erzählt. Davon bist du nicht. Nein, aber das kann ich heute nicht essen. Ich kann nur die ganze Woche nur Eiweiß essen. Oh oh. Eier und Fisch. Mein Mann ist ja passionierter Angler. Das heißt, wir haben dann auch 2-3 Mal die Woche Fisch. Dann Hühnchenfleisch oder Putenfleisch und Eier in allen Varianten. So. So ein bisschen Öl. Öl? Was hast du für Öl? Ich habe hier Zitronenöl und habe hier Nussöl. Wir werden mal Nussöl nehmen. Nicht? Also dann habe ich die kernigen Sachen nicht drin. Aber dafür flüssig. Ja, ein Esslöffel. Na, das ist aber reicht. Oh, doch reichlich. Nee, das ist mir, das aber ist man braucht ja Öl, ne? Damit in den Möhren das Carotin auch verfügbar gemacht wird, glaube ich. Ne? Guck mal, es wird genug, schön schmatzig und sieht auch lecker aus. Schaut mal, wartet mal. Ich kriege das hier einmal rüber von mir, damit ihr das auch richtig erkennen könnt. Na, also, hat sie gut gemacht, unsere Rosi. Ich hätte alles im Turbo oder im Multisonic klein gehäckselt. So mache ich das nämlich auch, wenn man so kleine Babys hat. Da könnt ihr das hier drinne auch richtig, richtig fein machen. Babynahrung zum Beispiel. Das heißt, erst werden in unserem Dampfgarer die Möhren und Kartoffeln, Kohlrabi gegart. Schön dampfgegart, damit das alles schön gesund ist. Und dann wird das hinterher hier reingegeben, schön klein gezogen. Allerdings auch Möhren-Apfelsalat, gleich vom Verhältnis gleich viel Möhre wie Apfel. Gibt einen mega, mega tollen Geschmack für die Babys, damit die jetzt lernen, auch mal ein bisschen was anderes außer Milch und gekochtem Brei zu essen. Da würde ich allerdings keine Zitrone nehmen, da würde ich Möhrensaft nehmen dazu, ja, weil so ein Bio-Möhrensaft, so ein Baby-Möhrensaft oder halt ein Baby-Orangensaft, den könnte man dann auch dazu geben. Ja, ne? Apfelsaft könnte man auch nehmen. Ja, Apfelsaft würde auch gehen. Genau, das dürfen ja die Babys auch. Also ich würde da jetzt nicht unbedingt mit Zitrone arbeiten. Ne? Das muss aber jeder so für sich alleine entscheiden. Sieht natürlich gut aus. Hm? Was hast du gerade überlegt? Wollen wir das nochmal probieren? Was denn? Wollen wir es mal probieren? Nee, ich nicht. Du probierst. Du sagst, ob es gut schmeckt, ob alles gut ist. Wir machen nachher noch ein schönes Foto für euch, ihr Lieben, damit ihr das auch seht. Und Rosi sagt, und je länger das steht, wird es sowieso viel, viel besser. Ne? Da brauche ich weiter gar nichts dazu. Kein Zucker mehr. Ich hätte sonst Agavendicksaft genommen oder Honig. Ein bisschen Zucker haben Sie gesehen. Ich habe ein bisschen auf den Zuckerhut. Hast du. Ganz klein bisschen. Und was hast du da gekörnte Brühe drin? Mhm.
Das hast du da drin, ne? Das ist so ein Geheimtipp. Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass du das reingemacht das hast. Das ist nur ein bisschen. An Aha. jedem Salat, an jeder Soße. Also das ist das. Ja. Na gut. Aber es ist kein Geheimnis, es ist Telopix. Was ist das? Telopix, lasse ich immer aus der Fabrik schicken. Aha. Ja gut, also wenn das einer wissen will, ich kann das euch dann nochmal hinschreiben, wie das Zeugs heißt, was Rosi uns hier Es geht erzählt. Aber ohne. Ist alles nur so Geschmackssache, ne? Ja, yeah. Genau. Geht auch ohne. So, ich hoffe, wir haben euch viele Inspirationen für unseren Chef, unseren Multichef gegeben. Holt ihn euch diesen Monat für 39,90 €, entweder im Webshop oder bei uns auf den Tupper-Partys. Ihr könnt, wenn ihr aus der Nähe von Güstrow seid, unsere Rosi auch buchen. Die hat zum Beispiel immer einen Servicetag. Jeden Tag, jeden Dienstag und jeden Freitag die Uhrzeit, Rosi. Ja, am besten ist anrufen. Ne? Am besten ist anrufen. Ja. Also Rosi ist nicht immer verfügbar, auch wenn man sagt, naja, Rentner sind immer da. Ich muss durch einkaufen, und dass ich dann wirklich zu Hause bin, aber ansonsten bin ich schon da. Genau, das sind ihre Servicetage. Sie macht Live-Tupper-Partys. Ihr werdet sie nicht erwischen mit einer Online-WhatsApp-Tupper-Party. Da müsst ihr wirklich live gehen. Wenn ihr Lust habt auf WhatsApp-Tupper-Party, wir haben ganz viele Party-Manager, die das mit euch machen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt 3, 2, 1 und wieder sind wir live. Dann aus Neubrandenburg mit mir. Mal schauen, was wir dann machen. In 14 Tagen, hatte ich verraten, gibt es dann schon das Tomatenbrot. Und ich sag euch eine schöne Woche, eine schöne erste Arbeitswoche. Wenn Arbeiten Spaß macht, dann sollte man bei uns mitmachen, denn wir sind hier im Norden für euch da. Probiert es einfach aus, selber Partymanager zu sein, Online-Partymanager, Sammelbesteller oder halt, wenn ihr möchtet, dürft ihr auch Karriere mit uns machen. Bei uns machen, für uns machen, ist egal. Es ist schön, wenn ihr wieder zuschaut, ihr Lieben. Macht's gut!